Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 22. November, die Neue Welle aktuell bei Baden TV. Die überparteiliche Sparkommission im US-Kongress ist gescheitert. Das sagten Vertreter von Republikanern und Demokraten in einer gemeinsamen Stellungnahme. Das sogenannte Superkomitee war vor 3 Monaten gegründet worden. Es sollte einen Kompromiss finden, um in den kommenden 10 Jahren mindestens 1,2 Billionen Dollar im US-Haushalt einzusparen. Nun drohen ab 2013 automatische Kürzungen im gleichen Umfang. Sie betreffen vor allem das Verteidigungs- und das Sozialbudget. Die ägyptische Übergangsregierung hat ihren Rücktritt eingereicht. Ein Regierungssprecher sagte, man reagiert damit auf die schwerwiegenden Umstände. Damit bezog er sich auf die jüngsten Proteste gegen die Regierung in Kairo. Dort liefern sich Einsatzkräfte seit Tagen Straßenschlachten mit tausenden Demonstranten. Die Aufarbeitung der Neonazi-Mordserie und der Kampf gegen Rechtsextreme bestimmen weiter einen großen Teil der politischen Debatte in Deutschland. Die Partei- und Fraktionschefs von Koalition und Opposition wollen heute in Berlin über Konsequenzen beraten. Der Bundestag debattiert anschließend über die Mordserie. Der geplante Atommülltransport von Frankreich nach Gorleben wird voraussichtlich früher starten als geplant. Höchstwahrscheinlich rollt der Castor bereits morgen. Er könnte dann auch wieder, wie schon in der Vergangenheit, durch unsere Region rollen. Der Eisenbahntunnel in Rastatt wird nun doch gebaut. Die Bahn ist sich mit dem Bund einig, dass der Rastatter Tunnel kommen wird, zitiert ein Bahnsprecher Bahnchef Rüdiger Grube. Mit dem Bau werde in absehbarer Zeit begonnen. Wann genau, sei aber noch unklar. In Pforzheim ist gestern Abend der Weihnachtsmarkt in der Region als erster eröffnet worden. Höhepunkt ist dieses Jahr dort eine neue 20 Meter hohe Weihnachtspyramide. Heute beginnt der Christkindlesmarkt in Baden-Baden. Am Donnerstag folgen dann die Weihnachtsmärkte in Karlsruhe und Ettlingen. Am Freitag dann der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Durlach und der Weihnachtsmarkt in Bruchsal. Und soweit das Aktuellste hier aus der Neue Welle Nachrichtenzentrale.